Darf man sich im Gebet kratzen? Man darf sich im Gebet kratzen, ja, allgemein hinsichtlich den Bewegungen im Gebet. Wir müssen unterscheiden zwischen Bewegungen, die zum Gebet gehören, und zwischen Bewegungen, die nicht vom Gebet sind. Und die Bewegungen, die nicht vom Gebet sind, die kleinen Bewegungen machen das Gebet nicht ungültig, während die großen Bewegungen das Gebet ungültig machen. Jetzt das Kratzen ist keine Bewegung vom Gebet. Oder gibt es eine vorgeschriebene Stelle im Gebet, wo man sich kratzen muss? Natürlich nicht. Ja? Und diese Bewegungen, die nicht zum Gebet gehören, ja, wenn man kleine Bewegungen macht, macht das das Gebet nicht ungültig. Ja? Also irgendwie die Klamotten richten oder sich kratzen, das macht das Gebet nicht ungültig. Wenn man allerdings große Bewegungen macht, die nicht zum Gebet gehören, so macht das das Gebet ungültig. Wenn eine Person beispielsweise im Gebet auf einmal 10 Meter nach vorne läuft, ist das Gebet ungültig.